ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Minecraft and Friends mit dem lieben Marder. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Village. Nee, so ähnlich. Und der unsymmetrischen Brücke hier. Aha. Nee, also man muss ja sagen, im Village, da sind wir ein bisschen produktiver, was das Bauen betrifft, ne? Da haben wir innerhalb von 3 Folgen eine ganze Bäckerei gebaut. Und hier bauen wir innerhalb von vielen Folgen nichts. Ja, also gefühlt nichts. Ja, aber das ist... Na gut, ich meine, okay, du weißt, der Baum musste wachsen und dies musste man und jenes und dann, ja, eine Ruckzuck-Zeit rum. Ich wollte auch was mit Stein machen. Hast du Clean Stone? Hast du ja, ist im Lagerraum. Auf jeden Fall. Weil aus dem Clean Stone kann man immer diese schönen Stonebricks machen. Ja, Stonebricks sind, glaube ich, da sogar auch. Soll ich mal gucken? Oh, warte mal, oh ja, das wäre nett. Mache ich doch glatt. Ja, so passt und wenn, das jetzt. Und wenn auch. Du Schienen und so findest, bringen die auch mal gleich mit. Schienen, Booster Wells. Schienen haben wir auf jeden Fall. Also und, ganz sicher. Und Redstone-Fackeln. Und einen Spender für das Minecraft. Nee, sowas braucht. Nein, sowas Hightech muss da nicht hin. Nicht jetzt. Ja, jetzt bauen wir erstmal Haus. Ich hole erstmal Steine. Schienen haben wir auf jeden Fall noch, das weiß ich. Nee, wir bauen erstmal das Haus. Warum steht hier eigentlich ein. Warum steht hier ein Stein rum? Stroh ist es ja nicht. Ist aber. Denselben Effekt. So. Oh, Zombie. Ach nein, es ist ja schon wieder Nacht. Warum ist denn schon wieder Nacht? Das ist doch doof hier. Weißt du, ich ziehe 5 Zombies, ein Creeper, was ich alle hinter mir herziehe, ne? Alles ins Lagerhaus. Alles ins Lager. Okay, damit hat sich die Frage erübrigt, ob Druckplatten auch von Mobs ausgelöst werden. Werden sie. Es gibt verschiedene, die manche werden nicht, also Steindruckplatten, lass mich lügen, nicht. Okay, Holzdruckplatten aber ja, scheint's schon, okay. Ja, genau. Na gut, das wusste ich nicht, jetzt weiß ich's, ist doch auch schön. Also du wolltest, diese gecrafteten Stone hier, Steinziegel haben, ne? Genau. Wie viel brauchst du denn da? So ein paar. Ja, ich bring mal ein paar mit, nachdem ich die Zombies hier getötet habe. Also mit paar meine ich's. Paar viele. Ja, ja, ich guck mal, was noch da ist, aber da müsste im Lager sein, weil durch den U-Bahn-Tunnel haben wir vieles, aber keinen Steinmangel. Weil ich wollte ja einen Turm bauen, der Turm soll ja dann schon gucken hoch werden. Ach Mensch, da ist doch ganz viel gebranntes Steinzeug schon. Wenn ich schon kein Haus auf der Brücke baue, dann muss ich wenigstens schon mit Höhe kompensieren, meinen Verlust. Das wird dir gelingen, ich bin ganz guter Dinge. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Weil dann können an den Turm auch noch ganz viele Zimmer ran. Dann können da nämlich an den Turm auch noch Leute ranbauen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Achso, ja, ist doch hier. 1, 2, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und hier ist noch ein Stack. Und das ist noch ein Stack. Und noch einer. Also ich bringe mal ein paar Stacks jetzt mit. Notfalls hätten wir auf alle Fälle im Lager noch. Wie gesagt, da durch die U-Bahn-Schacht-Ausheberei haben wir ja... Ach du Scheiße. Was denn? Das sieht ja gigantisch aus. Ach so, Ein Riesendreckhaufen. Aber welche Höhe bin ich? Ich bin 105 bis 256 kann ich. Ja, notfalls stelle ich dir das auch um, ne? Also man kann es ja umstellen. Die Serverhöhe. Ich frage, ob das so schlau ist, das umzustellen. Aber es wäre theoretisch, kann ich dir das umstellen. Wenn dein Haus höher wäre, so Gott, ist das richtig. Nee, das reicht jetzt so, glaube ich, oder? Also. Ja, ich denke. Okay, ach, das ist die Treppe davon. Ja, pass auf, ich, ach, die Kiste ist ja voll. Ich, crafte mal eine Kiste. Weil da kommt ja dann ein Manker drauf, was hochfährt. Von daher muss das ja nicht schön sein. Also, nicht schön zu laufen sein, dann ja. Ach, ich habe doch keinen Platz, ey. So. So, ich stelle das auch schon voll, ne? Ja, ich habe eine neue Truhe gebaut. Da packe ich jetzt die Steine rein. Wie gesagt, wenn du mehr brauchst, musst du halt Bescheid sagen. Du kannst ja helfen mit... Oh, ich glaube, wir brauchen mehr Fichtenholz, ne? Ich habe noch... ein bisschen was habe ich noch. Unten ist nichts mehr, ja? Nee, immer im Inventar gleich auch nicht. Okay, ich habe noch 42 Bretter, 27 Treppen und halbe Stufen 100. Ist ja nicht... Was du noch so brauchst. Also ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt verbraucht? Also achso, und 24 Stück ungefähr für einen hoch. Und 24 Dings habe ich noch. Warte, ich guck mal, was brauchst du denn? Wo sind jetzt die
Die Steine habe ich hier reingeschmissen. Da ist noch eine Kiste, die habe ich nicht gesehen. Weil die ziehe ich quasi, abgesehen von Fenster. Das stimmt, die brauchen dann Fenster noch, ne? Machen wir mal ein paar Fenster. Weil die kommen quasi komplett. Pass auf, ich tue jetzt erstmal das Fichtenholz, schmeiße ich mal hier rein. Dann kannst du dir das da rausnehmen, falls du das brauchst. Die Kaninchenfot ist ja auch geil. Okay, warte mal. So. Erstmal komplett ziehe ich, also ich glaube, ich würde einmal komplett hier die Dinger hochziehen. Erstmal mit Stein und die Fenster dann später reinmachen. Ja, okay. Beziehungsweise. Hier ist eine Ebene, hier müsst auf jeden Fall ein Fenster rein. So. Und hier. So. Okay. So. Ach, und die Klötze hier müssen auch wieder alle weg. Was machst du weg? Die unteren Klötze, die können alle komplett wieder weg. Weil dann kann man da ja auch die Redstone-Fackeln leichter drunter setzen für die Schienen dann. Ja, klar. Ja, das ist wohl wahr. Ach, da kommt man ja wieder. Super. Und wir sparen ein wenig Baumaterial. Ach, da unten muss auch noch, da brauchst du ja auch Stein. Das ist ja hier auch. Ja, du wirst wahrscheinlich bereut, dass ich gesagt habe, ja, ich. Nee, ich finde es gut. Ich finde es halt, es ist halt einfach auch cool, weil jeder doch irgendwie andere Bauideen hat und jeder bringt so, upsala, andere Sachen, weißt du, andere Ideen und Vorschläge mit. Ich meine, der Hero wird jetzt sagen, ja, Mada muss in jedem, auf jedem Server irgendwas Übertriebenes machen, ne, aber. Wieso? Hast du das auf anderen Servern auch schon? Wo hast du da übertrieben? The Village, das Rathaus, mein Lückenhaus. Ach was, das Rathaus ist doch normales Rathaus. Ja, da müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das obere Ding anschließen. Ja, ne? Weil ich wollte das ja gerne als Ausguckplattform irgendwie nach Möglichkeit. Ja, nur der Zeit kommt man da irgendwie nicht gerade gut hin, ne? Ja, ich habe da, als ich, ich war ja und habe solo mal irgendwie 3 Folgen aufgenommen und da wollte ich da eigentlich gucken und da war aber schon dicht gemacht. Und da habe ich gedacht, nee, dann mache ich das jetzt nicht. Weißt, weil wir da warte mal, erst... Da, wo du jetzt stehst, warte mal. Jawohl. Den einen Block da in der Mitte einmal weg. Den hier? Genau, und dann kommt da ein Fenster hin. Okay. Und oh, ich muss mal irgendwas essen. Und dann kommen ungefähr 1, 2, 3. Das sind jetzt 3, dann Doppelfenster und wieder 3 ein Fenster. Ich glaube, das sieht dann ganz gut aus von außen. Wo ich hinbaue, ne? Da wächst auch kein Gras. Wird hier ein paar Fensterscheiben gehen, dann können wir das, glaube ich, direkt so einmal. Jeder zieht eine Seite hoch und dann. Ach so, ja, kannst du machen. Am einfachsten. Ja. Da bist du. Das war. Ach so, da unten sind sie. Nicht so ganz der Plan. 1, 2. Okay. 3. Ja, weil da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Rathaus dann nämlich machen. Da. Dass ja, da das Türmchen. Aber ich finde ja, dein Büro ist ganz grandios geworden. Es ist schön geworden, ne? Also schön pompös und gar nicht übertrieben. Mit dem Goldblock, das fand ich schon sehr passend. Ich wollte eigentlich noch, dass da irgendwie so ein Block ist, der einem dann quasi da den Boden öffnet, dass man da quasi so eine Falltür hat. Problem ist nur, ich kriege das Redstone-Zeug da nicht hin. Ah, okay. Warte, ich muss warten. Sonst hätte ich da eine Falltür. Ja, das wäre auch cool. Aber dieses M ist schon, weißt du... Ja, und ich habe schon zum Hero gesagt, wenn er dann irgendwann mal, also was ja nicht passieren wird, ne, dann Bürgermeister werden sollen würde, dann müsste er nur 2 Blöcke umsetzen, weil dann ist da nämlich ein H für Hero. Ja, das ist doch perfekt, ne? Das ist echt super. Ganz durchdacht, dein Plan hier. Ja. Und zack. Ach Gott, Allah. Kommt mir jetzt ein Stein rumher. Ja. Oh, das ist diese Druckplatten immer noch nicht in verschiedenen Holzarten. Das ist echt blöd, ne? Ich finde das auch echt doof. Aber was willst du machen? Kann man nichts machen. So. Einfach nur, dass sie immer wahrscheinlich noch ein neues, tolles Update raushauen können und sich toll fühlen können. Das haben es endlich geschafft. Endlich geschafft. Druckplatten in verschiedenen Holzarten. Yay. Dann will sie keiner mehr. Naja, obwohl die brauchst du ja eigentlich immer mal, oder? Hier müssen Fenster hin. Ah. Ja, gut, aber. Weißt du, das sind so Sachen, die in Mods bestimmt schon seit Jahren irgendwo vorhanden sind, ne? Ja, naja, was willst du machen, ne? Ja, ich habe ja auch. Oh, das war jetzt ja vollkommen falsch. Ich habe ja auch gedacht, wenn Microsoft das Ding hat, dass da so update-technisch ruckzuck so Sachen passieren.
Das Problem seitdem ist nur, ich dass, Minecraft spiele nicht. Also. Ja, das Problem ist nur, dass Mojang die Sachen, die sie angefangen haben, jetzt noch fertig machen. Ach so, und das machen die noch fertig, ja gut. Also war mein letzter Kenntnisstand von dem, was ich gehört okay. habe. Ja, ja, das kann ja durchaus sein. Das macht ja auch irgendwie schon Sinn. So. Grundsätzlich. Wo ist ein Dreck? Da. Habe ich das Fenster jetzt auf der richtigen Höhe? Ja. Dreck. Wir benutzen den Dreck. Hier ist eine Treppe außenrum hoch. Was, du hast da außenrum eine Treppe? Na hier, guck mal da, das Holzding. Ach nein, ich hab jetzt hier Dreck. Sagt sie nichts mehr zu. Nee, ich hab Dreck. Achso, kannst du da noch einen Stein hinkloppen, wenn du da eh zugange bist? Ich habe aber keine Schaufel. Also ich weiß ja, was ich das nächste Mal offscreen machen werde. Schaufeln. Ja, schau, ich werde mich wieder irgendwo in irgendeinen Berg vergraben und werde da traurige Lieder singen, weil ich wieder mit irgendwelche Metalle und Redstone und weiß ich was am Farmen bin, ey. Oh. Du Ärmste. Vor allen Dingen ist das... Ah, das kann ich dich eh mal fragen. Siehst du, das weiß ich nämlich auch nicht. Man kann doch Esel mitnehmen, ne? Esel kannst du nehmen mit, ja. So, und die tragen mir ja dann meinen Scheiß. Ist doch richtig, die ne? Die tragen gerne Scheiße im Inventar, ja. Ja, und gehen die mit in so eine Mine auch rein? Also kann ich die zum Mining mitnehmen halt? Ja, das Problem ist nur, dass die ja wesentlich größer sind, dass du dann dementsprechend mehr Platz beim Buddeln brauchst. Ja, aber ja, theoretisch geht es. Ja, und das mit der Leine wird halt ein bisschen ugly, ne? Da muss ein Fenster hin. Ach so. Ach, die muss ich an der Leine rumschluren? Weil ich weiß das ja nicht. Ich habe noch kein Esel besessen, deswegen. Ich auch nicht, aber ich meine, da hast du ja dann die Kiste und deswegen keinen Sattel drauf, ne? Ja, genau. Ja, und dann brauchst du eine Leine, um die mit dir rumzuschleppen. Anna, hätte ja sein können, dass die einem so hinterher trotteln wie ein Hund oder so. Weißt du? Nee, nee. Hätte ja auch sein können. Nee. Aber die Leine kannst du auch, glaube ich, ja, die musst du nicht in der Hand halten. Du hast die dann quasi in der Hand, obwohl du kein Item, also kannst du trotzdem noch ein anderes Item nennen. Ah, okay. Naja, gut. Ich muss jetzt von außen mal gucken. Das Gebäude. Ich auch, weil ich brauche Stein. Hast du zufällig einen Eimer Wasser? Habe ich unten im Haus. Soll ich dir einen Eimer Wasser holen? Ja, weil dann können wir irgendwo hier einen kleinen Brunnen irgendwas machen, damit man von oben schneller runterkommt. Ja. Mensch, du. Du hast einen ganz schön langen Turm. Geht doch noch. Und so. Da sollte noch ein Haus oben drauf. Wir haben es wieder nicht geschafft, quasi innerhalb von fast einer halben Folge das anzufangen. Das stimmt. Das Haus. Aber das macht ja nichts. Du kannst ja jederzeit wieder auch zu Besuch kommen. Ja, ich werde nie wieder zu Besuch kommen, bis du nicht mal wieder mit Village warst. Aber sonst kann ich mal wieder zu Besuch kommen. Ja, hast du recht. Siehste. Alter, wo sind denn die Wassereimer? Die sind bestimmt im Lagerhaus. Shit, und das ganze Treppenhaus hier muss noch irgendwie beleuchtet werden. Du hast nicht zufällig tonnenweise Glowstone? Doch. Also tonnenweise so nicht, so aber Glowstone. Genug, um das zu beleuchten. Ja, so ein bisschen Glowstone, glaube ich, wäre nicht schlecht. Ja, habe ich. Also sowas besitze ich. Weil das ist auch heller als diese Drecksfackeln. Sieht auch ein bisschen netter aus, ne? Ja. So. Was wollte ich denn jetzt? Ein Wassereimer wolltest du. Kriegst jetzt erstmal einen Wassereimer. Ich verstehe das nicht, dass wir keinen Minecart mehr haben, wo die alle abgeblieben sind. Ich habe manchmal den Eindruck, die Dinger, die spawnen oder was? Die werden gefressen. Trichter ist hier. Das hilft mir auch sollte nicht. Sollte eigentlich nicht sein, ne? Nee, eigentlich nicht, aber naja. Wassereimer. Wassereimer, Wassereimer, Wassereimer. Ja, was steht denn eigentlich im Village noch so aus? Also Bäckerei haben wir ja jetzt, ne? Du sagtest, die Viecher da müssen... Ach so, ja, da wir brauchen noch das Tiergehege, da hinten die ganzen Weiden müssen gemacht werden. Die Mauer wird ja derzeit gebaut, wie nichts Gutes. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall noch viele, viele Ressourcen für. Dann brauchen wir noch einen Schneider. Wir brauchen noch den Schmied, müssen wir noch bauen. Wir brauchen Wohnhäuser, wir brauchen mal viel so eine Wohngassengegend. Ja, es gibt noch viel, was gebaut werden kann. Okay. Muss und sollte. Da brauche ich Fichtenholz. Ist da ein Dark auch bald? Also Fichte habe ich, glaube ich, könntest da abholzen, halt was da in hinten in dem Wald drin ist, ne? Der ist ja extra zum Abholzen gedacht. Da sind auch Fichten bei. Ja. Oder du machst dir nochmal eine große Fichte züchten und holzt die dann ab. Ist ja auch. Ist halt am effektivsten wahrscheinlich, ne?
So, du wolltest Glowstone. In der richtigen U-Bahn-Station bin ich schon mal. Ich bin ja aus dem Haus raus. Da. So, Glowstone. Wie viel wirst du brauchen? Ja, 16 Stück bestimmt, oder? Ja, dann reicht das ja. Okay. So, Fahrkarte. Da kommt tatsächlich. Diesmal waren mein Geister. Bist abgestürzt? Nein. Nein, ich bin im Schafgehege und hier ist ein Creeper reingelaufen. Ins Schafgehege. Ja, nee, ist ja. Ja, ist doch schön. Wir haben ein bisschen Schaffleisch. Ja, das macht ja nichts. Hammelfleisch schmeckt ja gut, ne? Ich mag das ja. Ich glaube, es sind 25 nicht. Schafe gestorben. Ja, macht nichts. Ist doch wurscht. Ich hab den Ausgang nicht so schnell finden können, weil da ein Schaf vorsteht. Ja, ist doch. Weißt du, irgendwann müssen alle Schafe mal sterben. Vor allen Dingen, warum sind da so viele Hasen im Schafstall? Ja, vielleicht sind die da irgendwie rübergehüpft oder so. Ich weiß nicht. Da sind mehr drin als im Schafstall. Ja, ich verstehe die Problematik. Oh, Beverly's Häschenfamilie ist ausgestorben fast, sehe ich gerade. Oh je. Oh. Was wollte ich eigentlich? Warum bin ich überhaupt da? So, ich habe jetzt auf alle Fälle. So, ich brauche auf jeden Fall eine neue Axt, weil die ist auch gleich im Eimer. Apropos Eimer, Wassereimer wollte ich. Wassereimer habe ich, ja. Gut, und ich brauche eine neue Axt. Haben wir hier noch einen? Okay, hast du irgendwo Eisen? Ach, ich glaube nicht. Also, wenn hier keins drin ist, ist kein Eisen da. Du kannst ja aus Gold eine bauen. Ja. Die halten zwar nicht lange, aber da kann man schnell mit abbauen. Nee, ist, nee. Na, das sind doch Goldklötze da. Die kannst du doch. Goldblöcke ja, kannst du doch notfalls nehmen. Ja, oder? Diorit, Kies, Andesit, Anstein. Da. Cobblestone. Ah, das finde ich so lustig. Cobblestone heißt doch als eigentlich teilweise im Deutschen. Bruchstein heißt. Bruchstein, das. Aber bei mir im Texture Pack haben sie es wieder umgeändert auf Pflasterstein. Okay. Weil das kannst du auch im Resource Pack ändern. Sprachpaketen. So, also Wassereimer hast du. Und guck mal, hier ist. Da musst du dir halt dann deine Dinger draus craften. So. Krieg ich hin. Ja, da gehe ich mal von aus, dass du das hinkriegst, ne? Sonst mache ich mir Sorgen. Dann wird's kritisch. Ja, wenn ich das nicht kann, ne? Na, wer dann? Dann ist Hopfen und Malz verloren. Aber wirklich so, wahr. Wie war das Rezept denn doch gleich? So. Ach genau, man braucht ja nur 4. Ach so, ja, siehst du, jetzt fehlte dir Fichte. Fichtenholz fehlt noch. Ja, genau, die Setzlinge, wo sind die denn da? Nicht. Zack. Zack. Hast du irgendwo Fichten? Hinterm Haus kannst du Fichten pflanzen. Also da, wo der Swimmingpool ist, da stehen doch schon ein paar halt kleine. Da kannst du dir aber irgendwo auch eine große hinmachen. Hast du Knochenmehl noch oder ist das oben? Ich hab gar nichts. Ich glaube, das könnte oben am Ja, dann gehe ich mal wieder hoch. Da komme ich auch gerade her, ne? Also ich gehe da auch mal wieder, weißt du, längs. Suche in der Zeit ein paar Fichten. Ist das hier eine Fichte? Rein. So, ich guck mal. Hier ist Brutze. Brutze ist gut. Ja, warum heißt denn das jetzt Brutze? Achso, ja. So. Brutzenwut. Brutzenwut? Ja, ganz schön dunkel hier. So, jetzt, hier ist schon mal Knochenmehl, das ist doch schon mal was. Ja, und ich fahre mit ein paar Sätze. Ich komme mit Knochenmehl wieder angerauscht. Aber, Ja. Ich glaube, das Farmen brauchen wir nicht in der Folge zeigen, ne? Nee, ich glaube auch, das könnten wir jetzt so nebenbei machen. Das finde ich auch, das ist ein guter Plan. Das klingt nach einer Idee. Ja, dann, ne? Ja, bis zum nächsten Überlasse Mal. Überlasse ich dir die Abmod. Ja, ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ciao.